Klingen zu bringen. Im Januar, Februar 1984 musste leider der steinerne Originalturm, der seit der Kirchweihe im Jahr 1858 seinen Dienst über gut 126 Jahre hinweg tat, wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Irgendwann nach der Wende keimte ein erster Gedanke auf, unter den grundsätzlich veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen nun endlich den alten Zustand unserer Kirche wiederherstellen zu können. Allerdings war bald klar, dass das für einen dem Original entsprechenden steinernen Bau die Kosten zu hoch und das Ganze aus statischen Gründen viel zu riskant sein würde. Einige Anläufe sind so bereits in der Planungsphase an genehmigungstechnischen Hindernissen oder an geplatzten bzw. nicht eingehaltenen Terminen gescheitert. Auch dieses Projekt ist innerhalb der Gemeinde nicht unumstritten. Es gibt Befürworter und es gibt Gegner und es gibt auch einige, die das ganze Vorhaben mit großer Skepsis verfolgen. Eine Befragung ergab jedoch, dass eine deutliche Mehrheit der Gemeindemitglieder sich für die Wiedererrichtung aussprach. Allerdings muss ich hier ehrlich gestehen, dass ich nicht zu den Befürwortern gehöre, doch wenn ich jetzt vor dem fast vollendeten Bauwerk stehe, der Originalturm hatte ohne Kreuz eine Höhe von fast 27 Metern und ich denke, diese Höhe wird auch mit dem neuen Turm erreicht, muss ich diesem Projekt insgesamt schon meine Hochachtung zollen. Ich kann aber auch nicht umhin zu erwähnen, die allerletzte Rechnung ist ja auch noch nicht gestellt. An dieser Stelle passt es ganz gut rein, anzusprechen, dass Spenden noch immer willkommen sind. Auch und gerade, weil es jetzt den Anschein hat, dass alles nun endlich fertig wäre. Die Bankverbindung dazu kann im Fahrbüro erfragt werden oder aus dem Fahrbrief entnommen werden. Das Stichwort bzw. Verwendungszweck sollten deutlich auf die Turmsanierung hinweisen. Nach eigentlich nun mehr als 7-jähriger Vorbereitung und Planung und nach gefühlt mindestens ebenso vielen Rückschlägen startete im April die heiße Phase. Am 7. April fand die Anlaufberatung mit allen beteiligten Firmen statt und am 20. begannen die Arbeiten mit dem Gerüstaufbau. Ab jetzt gab es kein Zurück mehr. Und heute steht im wahrsten Sinne des Wortes nun der krönende Abschluss dieser ganzen Arbeiten und Mühen bevor. Diese planungstechnischen und schlussendlich handwerklichen Arbeiten und Mühen wurden jedoch erst durch die nicht ermüdende Spendenbereitschaft der Mitglieder unserer Gemeinde, durch Zuwendungen der Liederförderung, durch eine größere Spende des bischöflichen Ordinariats Magdeburg und nicht zuletzt auch von der Harzsparkasse in Verbindung mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung ermöglicht. Denn wie sagt der Volksmund so treffend, ohne Moos nichts los. Abschließend möchte ich noch einmal allen, die nicht nur an dieses Projekt geglaubt, sondern das auch tatkräftig und mit großer Ausdauer, so wie wir wirklich langem Atem umgesetzt haben, danken. Da wäre die Architektin Frau Schmidt von der Bauwerkarchitekten Quedenburg, dem Statiker Herrn Drachau, Ingenieurbüro für Planung und Beratung GmbH Thale, der Firma Gerüstbau und Vermietung Rainer Hippe in Harzgerode, den Werkstätten für Denkmalpflege GmbH Quedenburg, die die Zimmererarbeiten und Dachdeckerarbeiten ausgeführt haben, insbesondere hier dem Geschäftsführer Herrn Becker, dem Zimmerermeister Herrn Knob sowie Herrn Toll, der für die Kupfereindeckung verantwortlich zeichnete. Und schließlich auch der Heidenauer Glockenläute und Elektroanlagen GmbH, die den Geläuteinbau übernommen haben. Bei der ganzen Dankerei dürfen wir aber zwei Personen auf keinen Fall übersehen. Und das sind zum einen Frau Dorothea Hecker, die sich seit ihrer Wahl in den Kirchenvorstand vor circa einem Dreivierteljahr gemeinsam mit Herrn Beidlich um die Umsetzung dieses nicht gerade einfachen Projekts wirklich intensivst gekümmert hat. Und das ist zum anderen Herr Beidlich, bei ihm sollten sich alle, die die Rückkehr von Turm und Glocke so sehnlichst gewünscht haben, ganz besonders bedanken. Man kann nun über ihn denken, wie man will und was man will, aber ohne seinen schon fast Starrsinnigen Eifer über 7 Jahre lang hinweg, wäre hier nur noch ein weiterer Versuch, den Turm wieder zu errichten in seinem Verlauf.
Von Dom, ja. Jetzt haben wir noch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch den Kreuzestod und die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Fülle des Lebens befreit. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz, das Zeichen des Leidens Christi, das er für uns ertragen hat. Es ist zugleich ein Zeichen des Sieges über den Tod. Stärke alle Menschen, die an diesem Kreuz vorbeigehen, die zu ihm aufschauen, die es ehren, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle, die sich hier zum Gottesdienst versammeln werden, im Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Das erste Wort aus meinem Munde in dieser feierlichen Stunde, es sei bestimmt, dem Herrn da droben zu danken und ihn laut zu loben. Durch ihn nur konnte es uns gelingen, das schwere Werk so zu vollbringen, dass wir zu seinem Preis und Ruhm jetzt schmücken dieses Heiligtum. Ja, er allein kann uns beschirmen, wenn wir auf Dächern und an Türmen noch zwischen Erd und Himmel schweben, in seiner Hand steht unser Leben. Er hat es gnädig uns erhalten, wir danken für sein göttliches Walten und bitten, dass er immer da und schützt vor drohender Gefahr. Und nun, ihr Männer und ihr Frauen, da unten das jetzt im Vertrauen mit einer Rede an mich, euch an mich wenden, wenn wir ein schweres Werk vollenden. Dann pflegen wir, wie schon die Alten, in Versen den Sermon zu halten. Ich spreche im Namen aller Kupferdecker, sind sie auch in der Regel kecker, als andere will noch nichts gelingen, gereimtet stets hervorzubringen. Die Dichter sollen hoch zwar fliegen, doch keiner ist so hoch gestiegen wie ich und sollte er dennoch wagen, so könnte er sich gar leicht zu tragen, dass er an seinen Flugesziele prosaisch dann herunterfiele. Genug, ich spreche in Versen heute. Die Klempner und die Zimmerleute, die haben, wie euch wohl bekannt, auf dieses Dach viel Fleiß verwandt. Dem Dache fehlte noch das Kleid, so machten Klempner sich bereit, ihm ein blechernes anzumessen. Und das daran nicht sei vergessen, so haben wir zum Schmucke jetzt mit gütiger Hilfe auch noch den Knopf ihm aufgesetzt. Das ganze Werk ist nun vollbracht und steht vor euch in deiner Pracht. Gott möge bis zu fernen Jahren vor jenem Unfall es bewahren, dass es bis zur späteren Zeit dem Gotteshause Schmuck verleiht. Und ihnen, die den Bau geleitet, die Ehre sich und uns bereitet, ihnen sei ein weiterer Dank geweiht, sie mögen leben lange Zeit. Dankeschön.
Zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ihr müsst erstmal schauen, dass wir am Rand und wo. Wir haben ja heute hier auch meine Rolle. Ja, hier müssen wir.